sie geschlagen, vielleicht bewusstlos geprügelt habe, sie ins Auto gepackt und dann irgendwo hingefahren habe, Mensch! Ich habe noch ein Geschenk für dich, wegen der neuen Wohnung. Ich hab's zu Hause vergessen. Brot und Salz? Bin ich Bäcker? Ein Hufeisen soll Glück bringen. Behalt's lieber selber. Kannst du jetzt mehr gebrauchen. Nach allem, was du mir erzählt hast, tippe ich mal auf Liquid Ecstasy. Hast du dich übergeben? Ja, heute Morgen. Wie sicher lässt sich das Zeug nachweisen? Im Blut ca. 5 bis 8 Stunden, im Urin 12 Stunden. Deswegen nehmen wir auch davon Pröbchen. Wenn wir nur hoffen, dass sich das Zeug noch nicht vollständig abgebaut hat. Na sowas, so ein großer Kerl in Angst vor einer kleinen Spritze? Quatsch. Ja, ja, den Blick kenne ich. Mir sind hier schon ganz andere Schwergewichtsboxer umgekippt. Was für ein Kreislauf? Nee, was zu trinken. So, dann wollen wir mal. Piekt jetzt ein bisschen, hm? Gibt's eine Spur? Nein, aber die Streifen sind informiert, öffentlichen Nahverkehr auch. Und morgen wird ein Foto von Paulina Kowalczyk in den Zeitungen erscheinen. Vielleicht hat sie jemand gesehen. Ich hätte vergessen, ich habe nur eine Kleinigkeit für einen Einzug. Lass mich raten. Vom Bäcker? Nee, wieso? Selbstgebacken natürlich. ich bin nicht der Erste mit Brot, oder? Wenn wir all unsere Vorräte einfrieren, dann können wir ein halbes Jahr überleben. Danke, Wolle. Gerne. Was macht die neue Wohnung? Fühlt euch wohl? Ja, die Wohnung ist toll. Aber? Ich kann sie nicht genießen. Immer noch die Sache mit Mattes. Ich muss es Philipp sagen. Nein. Nein, Franzi, lass es. Das geht nach hinten los. Das war doch eine einmalige Sache. Ich hoffe, er versteht es. Frauengespräche? Jetzt nicht mehr. Ja, wenn der Test bei Hans positiv ausfällt, dann wäre das doch schon mal gut für ihn. Glaubt ihr auch, dass ihm jemand was anhängen will? Leute, mal im Ernst, wer sollte das sein? Jemand entführt eine Frau und schiebt es ihm in die Schuhe? Wir müssen sie erstmal finden. Vielleicht klärt sich dann alles von alleine auf. Es gibt schlechte Nachrichten. Das Ergebnis der Spurensicherung ist eindeutig. Gibt es Neuigkeiten? Ist die Frau gefunden? Der Kollege von der internen Ermittlung wartet schon auf dich. Du kennst den Mann. Rainer Voss. Der konnte es wohl kaum erwarten, wieder gegen mich zu ermitteln. Da ist noch etwas, das du wissen solltest. Bei dir zu Hause wurde an deiner Kleidung Blut gefunden. Dieselbe Blutgruppe wie in deinem Auto. Offensichtlich hast du ein Talent dafür, dich in die Scheiße zu reiten. Was ist denn da gelaufen zwischen dir und Frau Kowalczyk? Gar nichts. Woher weißt du das? Blut in deinem Auto? Blut an deiner Kleidung? Da machen wir uns so unsere Gedanken. Ich glaube, es ist gar nicht klar, ob das Blut überhaupt von ihr stammt. Von wem sonst? Gibt's da noch jemanden, um den wir uns Sorgen machen müssen? Es ist ihr Blut. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Die Blutgruppen stimmen überein. Wir haben uns mit dem Hausarzt in Verbindung gesetzt. Der DNA-Vergleich läuft noch hier. Wenn die Frau nur verletzt ist, dann können wir ihr noch helfen und dir vielleicht auch. Sag uns bitte, wo sie ist. Das wüsste ich selber gern. Ich kann deiner Erinnerung auf die Sprünge helfen. Du lernst sie in der Kneipe kennen? Fährst mit ihr nach Hause? Da trinkt ihr noch was zusammen? Du willst Sex, sie nicht. Aber damit gibst du dich nicht zufrieden. Du willst es jetzt! Du
ist zudringlich, aber sie wehrt sich. Da siehst du rot. Ach, das Blödsinn. Etwa eine Dreiviertelstunde, nachdem sie in dein Auto gestiegen ist, ruft sie eine Freundin an, weil sie sich bedroht fühlt. Laut Bewegungsprofil ihres Handys war sie zu dieser Zeit in deiner Wohnung. Die letzte Position, die wir orten konnten, bevor es ausgestellt wurde. Da will mir jemand was anhängen. Natürlich. Ich bin mir ganz sicher, dass mir jemand was ins Bier getan hat. Ist das ärztlich belegt? Ich habe vorhin eine Probe abgegeben. Menschenskind! Wir haben x Jahre zusammengearbeitet. Dir muss doch eigentlich klar sein, dass ich zu sowas nicht fähig bin. Wozu du fähig bist, weiß ich, seitdem du uns allen einen Riesentritt in den Arsch verpasst hast. Mensch, damals konnte ich nicht anders. Hast du das Frau Kowalczyk auch gesagt, nachdem du mit ihr fertig warst? Fakt ist, das ist jetzt schon die zweite verschwundene Frau, die mit dir in Verbindung gebracht wird. Das ist etwas anderes. Damals ging es um eine Zeugin, die in Gefahr war. Für die du die Verantwortung hattest. Du würdest deine Glaubwürdigkeit erheblich verbessern, wenn du uns wenigstens sagst, wo sich die Zeugin aufhält. Das kann ich nicht. Ist mit ihr das Gleiche passiert wie mit Frau Kowalczyk? Ich habe schon genug Menschen kennengelernt, die ihren Gedächtnis verlustlos vorgetäuscht haben. Sogar sich selber, weil sie die Erinnerung an ihre Tat nicht ertragen haben. Dankeschön, Doc. Hallo, kommen Sie rein. Danke. Melanie? Gibt es schon was Neues? Leider noch nicht. Wir haben ein paar vage Vermutungen, aber wir dürfen Ihnen leider keine Auskunft über laufende Ermittlungen geben. Sagen Sie, wie lange kennen Sie sich schon? Ein halbes Jahr ungefähr. Ich habe Sie im Fitnessclub kennengelernt. Setzen Sie sich doch. Danke. Wir haben sofort super verstanden. Ein Zeuge meint, dass sie Stress hatte mit ihrem Freund. Sie hat keinen Freund. Das wüsste ich. Vielleicht hat sie den einfach nicht erwähnt. Nee, sie solo wie ich. Deswegen haben wir so viel zusammen unternommen. Besteht die Möglichkeit, dass sie aus der fremden Wohnung noch jemanden angerufen hat? Sie kennt ja kaum jemanden in Hamburg. Sie lebt hier noch nicht so lange. Wenn ich gestern nicht früher nach Hause gegangen wäre, wäre das alles nicht passiert. Wir kümmern uns drum. Ja, danke. Finden Sie sie, bitte. Tschüss. Wiedersehen. Dein Freund. Nur damit das klar ist. Ihr haltet euch ab sofort aus den Ermittlungen heraus. Das ist jetzt allein unsere Angelegenheit. Auf wessen Anordnung? Ganz oben. Bekommt ihr auch schriftlich. Und ich verlasse mich darauf, dass ihr auf Hans aufpasst, damit er keinen Abflug macht. Er soll sich zur Verfügung halten. Was ist mit ihm denn? Hat er zu viele FBI-Filme geguckt oder was? Also, ich will nicht auf Hans aufpassen müssen. Hey, gut. Ich auch nicht. Einer muss es doch machen, Wolle. Und wir sind nicht immer da. Wir sind raus aus dem Fall. Das war ja klar. Die haben Angst, dass ihr was für mich unter den Tisch fallen lasst. Als ob das, was auf dem Tisch liegt, nicht schon belastend genug ist. Hans, wir würden dir wirklich gerne helfen. Aber wie? Da will mich jemand reinlegen. Wer und wieso? Gerold hat heute Morgen vorm PK auf mich gewartet. Der Reeder? Gegen dessen Sohn du aussagen sollst? Er will mich bestechen. Vielleicht will er mich fertig machen. Indem er eine Frau entführt. Was wissen wir denn über diese Paulina Kowalczyk? Nicht viel. Ist doch seltsam, oder? Eine Frau wird entführt, über die es kaum Informationen gibt. Also für mich stinkt die Sache. Hör zu. Ihr habt gesagt, ihr wollt mir helfen. Versucht rauszufinden, ob es irgendeine Verbindung zwischen den Gerolds und dieser Paulina Kowalczyk gibt. Das ist alles, worum ich euch bitte. Er glaubt, dass ihr Verschwinden nur vorgetäuscht ist? Aus Rache? Ich weiß, es klingt verrückt. Ja, klingt vor allem nach einem ziemlich dünnen Strohhalm, an den Hans sich da klammert. Egal, was ich holen, Berger. Jasmin. Ja, ich hol ihn dir. Lasst es uns versuchen. Wir müssen doch nur rausfinden, ob es eine Verbindung zwischen Gerold und Frau Kowalczyk gibt. Tja, wir dürfen ja leider in der Sache nicht mehr ermitteln, ne? Wieso?
Wir überprüfen einfach routinemäßig einen Reeder, der erstmal mit der Sache überhaupt nichts zu tun hat. Bin dabei. Ja. Also, das Ergebnis der Blutprobe ist da. Und? Leider konnte weder Liquid Ecstasy noch eine andere Droge nachgewiesen werden. Das heißt aber nicht, dass du es nicht im Blut gehabt hast. Du hast es wahrscheinlich schon wieder abgebaut. Ja, und was ist denn mit Alkohol? Tja, bei deinem Filmriss hättest du eine Menge Restalkohol im Blut haben müssen, aber da war leider nichts. Gibt's keine andere Möglichkeit als Urin- und Bluttest? Leider nein. Ich komme her. Tut mir leid, ja? Danke. Habt ihr was gefunden? Ich habe gerade was über ihre Kontobewegung rausgefunden. Die Eingänge auf Frau Kowalczyks Konto sind alle bar eingezahlt. Und zwar immer nur so viel, dass sie die laufenden Kosten decken. Vielleicht hat sie schwarz gearbeitet oder gekellnert oder sowas. Ja, oder sowas ähnliches. Sie wurde vor 2 Jahren in einer Strafsache als Zeugin befragt. Da lief sie als Hostess. Hostess? Die bessere Bezeichnung für Prostituierte? Könnte sein, ne? Hast du die Freundin danach gefragt? Ja. Frau Herwig dachte, sie wäre arbeitslos. Komische Freundin. Eine Frau aus dem Milieu. Komisch. Denkst du, sie wurde vielleicht angesetzt auf Hans? Auf jeden Fall ist das alles ganz schön merkwürdig. Findet ihr nicht? Merkwürdig ist vor allen Dingen der Blackout, für den es keine Erklärung gibt. Der Bluttest hat ja wohl auch nichts ergeben, ne? Glaubst du jetzt etwa auch, dass Hans lügt? Macht weiter, bitte. Ich erzähle Hans das mit der Hostess. Ich könnte mal eine Kleinigkeit essen. Ist noch genug Brot da? Oh, danke. Wo ist Hans? Eben war er noch da. Ich habe ihm nur einen Kaffee geholt. Mann! Wollt er echt? Ja, was? Soll ich einen Kollegen wie Hans einschließen hier oder was? Weg? Was soll das heißen, er ist weg? Ich habe versucht, ihn auf dem Handy zu erreichen. Er geht nicht ran. Verdammt nochmal, dieser Idiot! Wahrscheinlich versucht er, den Fall auf eigene Faust zu lösen. Weiß der, was er sich damit einbrockt? Jetzt muss ich nach ihm fahnden lassen. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Martin, wenn du jetzt die Kripo einschaltest, dann kassieren sie ihn gleich ganz. Wenn ich nichts unternehme, heißt es, wir decken ihn. Das sieht erst recht nicht gut aus für ihn. Warte. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich werde ihn finden und zurückbringen. Du weißt, wo er hin ist? Ich habe eine Ahnung, ja. Hm? 2 Stunden. Bitte. Ich gebe dir eine. Dann muss ich die Kripo verständigen. Und schick mir Waller rein. Dieser Idiot. Holt ihm Kaffee! Ah, ja, Mohr noch im Dienst. Mein Vater wartet Sie schon. Bitte Sie, Sie können hier nicht einfach so reinplatzen. Haben Sie Ihre Meinung doch geändert? Das hat eine Weile gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, wem ich das zu verdanken habe. Sie haben die Frau auf mich angesetzt und dafür gesorgt, dass ich mich an diesen Abend nicht erinnern kann. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen. Das Blut in meinem Auto und auf meiner Kleidung? Das haben alle Sie arrangiert. Was wollen Sie damit erreichen? Ihr Sohn gehört aus dem Verkehr gezogen. Der wird wieder zuschlagen. Wann kapieren Sie das endlich? Sie täuschen sich in ihm. Und ich werde nicht zulassen, dass Sie ihm die Zukunft verpfuschen. Aber vielleicht kann ich Ihnen tatsächlich helfen. Ihr Wohlwollen in unserer Sache natürlich vorausgesetzt. Ach, das ist es, ja? Sie wollen mich gar nicht fertig machen. Sie wollen mich erpressen. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, versuchen Sie nie wieder, mich zu kaufen. Ich verzichte mal auf eine Anzeige. Ihr Kollege hat ja schon Ärger genug. Wie kommen Sie denn darauf? Würde mich jedenfalls nicht wundern, so wenig wie er sich unter Kontrolle hat. Bist du verrückt? Haust ab und bedrohst Gerold. Wir haben uns nur unterhalten. Das ist doch Blödsinn. Was wolltest du mit ihm machen? Ihm eine reinhauen? Er will mich erpressen. Ich soll für seinen Sohn aussagen. Das müssen wir ihm erst beweisen. Mann, Hans, wenn das die Kripo mitkriegt. Ja, was macht das für einen Unterschied? Das macht einen Riesenunterschied. Wir versuchen dir hier zu helfen und du reißt alles mit dem Arsch ein. Weil du dich aufhörst wie ein Rumpelstilzchen. Verdammt. Heißt das, ihr habt was rausgekriegt? Vielleicht. Der
hat mir gerade noch gefehlt. Gleich. Franzi, wir haben hier ein Problem. Dann legt beide mal einen Zacken zu. Na, wie geht's dem Kollegen Mohr? Ist seine Erinnerung inzwischen zurückgekehrt? Sieht nicht so aus. Ich werde ihn trotzdem noch mal verhören. Natürlich, ja. Hans ist eben Zigaretten holen. Wie bitte? Er wird natürlich von einer Kollegin begleitet. Wie lange sind die beiden schon weg? Oh, ein paar Minuten. Müssen jeden Moment wieder hier sein. Wenn er abhaut, mache ich euch dafür verantwortlich. Ich habe euch klar und deutlich gesagt... Da sind sie ja schon. Du hast ja noch nie geraucht. Ich rauche nur, wenn ich fälschlich verdächtigt werde. Das kommt nicht oft vor. Ich habe noch ein paar Fragen. Das war knapp. Chef, ich glaube, wir haben hier was. Gerold war vor 8 Jahren in einen Bestechungsskandal verwickelt. Die Medien haben ausführlich darüber berichtet. Er hat seine Geschäftskunden nicht nur ausgiebig bewirtet, sondern sie auch mit Prostituierten zusammengebracht. Und ihr glaubt mit Paulina Kowalczyk? Die Damen werden nicht namentlich erwähnt. Was anderes ist interessant. Gerold war natürlich nicht direkt beteiligt. Den Kontakt hat eine Dame hergestellt, die bei ihm als PR-Beraterin arbeitet. Eine gewisse Ilona H. Ilona Herwig, die Frau, die Paulina Kowalczyk heute Morgen vermisst gemeldet hat. Sie ist die Verbindung zu Gerold. Ganz genau. Und wir fahren da jetzt hin. Nein, das macht ihr nicht. Das ist nicht mehr unser Fall. Martin, der offizielle Weg dauert viel zu lange. Allein die ganzen Erklärungen. Worüber hatten wir gesprochen, Franzi Lu? Frauengespräch, weißt du doch. Es kann sein, dass sie mit Philipp reden will. Was kommt denn jetzt noch? Warum will sie den schlafenden Hunde wecken? Wovor hast denn du eigentlich Angst? Dass ich Philipp mit dir duellieren will, oder was? Der ist Psychologe. Wenn, dann sabbelt er mich tot. Ja, aber mal im Ernst, es gibt Leute, die verlassen ihre Familien wegen sowas. Da will ich nicht dran schuld sein, du. Vielleicht will sie dann erstmal bei dir unterkommen mit den Kindern. Ja, irgendwo muss sie doch hin. Melanie, das war ein Ausrutscher. Warum belässt sie es denn nicht dabei? Vielleicht, weil sie die schlafenden Hunde bei sich zu Hause hat und nicht weiter um sie rumschleichen will. Warte mal. Das war herrlich. Könnte interessant sein, wo die hinfährt. Noch haben wir ja gar nichts Konkretes gegen die in der Hand. Schon genug Bullshit erzählt, heute. Hat sich Frau Kowalski hier versteckt? Frau Herbig! Kammspuren, Blut auf dem Boden. Feder 21 für 21, 1 Anton. Feder 21 hört. Wir brauchen die Spusi in der Talstraße 15. Verdacht auf Entführung. Jo, ist verstanden. Frau Herbig, wir haben es doch ganz genau gehört. Sie haben zweimal nach Paulina gerufen. Ich möchte einen Anwalt sprechen. Das ist ihr gutes Recht. Aber sie verschlimmern ihre Situation doch nur, wenn sie nicht mit uns reden. Wir verlieren hier nur wertvolle Zeit. Frau Kowalczyk schwebt vielleicht in Lebensgefahr. Und Sie sagen uns jetzt verdammt noch mal, was Sie wissen. Sie kennen Peter Gerold, das haben wir herausgefunden. Und wir gehen davon aus, dass er auf diese Idee kam, richtig? Er hat mich vor ein paar Tagen angerufen. Er braucht ein Mädchen. Das für einige Zeit untertauchen kann. Ja, hat er auch gesagt, wieso? Nur, dass er mit jemandem eine Rechnung offen hat. Der hat mir ein Foto von dem Mann gegeben und gesagt, in welche Kneipe der ab und zu sitzt. Wussten Sie, dass der Mann Polizist ist? Und dass er erpresst werden sollte?
brauchte einfach das Geld. Und seit dem Skandal damals habe ich kaum noch was verdient. Und Gerold wollte mir 30.000 Euro geben, wenn alles klappt. Wie viel ich dem Mädchen davon gebe, war meine Sache. Okay. Frau Kowalski sollte Herrn Mohr in der Kneipe ansprechen und ihm was in den Drink tun. Was war denn das für ein Zeug? Liquid Ecstasy. Dann ist sie mit ihm in seine Wohnung gefahren und hat ihm ins Bett geholfen. Sie hat gesagt, sie ist sofort weggepennt. Wie ist das Blut an die Kleidung gekommen? Wie in das Auto? Pauline sollte sich eine kleine Wunde zufügen. Nur so viel, dass man das Blut finden kann. Da hat sie das Auto irgendwo anders abgestellt und sich in dieser Wohnung versteckt. Wem gehört die Wohnung? Eine Freundin, die gerade verreist ist. Ist ja toll, hat ja alles super geklappt, ne? Was ist denn schiefgelaufen? Pauline hat mich vorhin angerufen. Sie hatte Angst. Als sie in der Wohnung von dem Mann war, hat sie ein Foto gesehen und hat gemerkt, dass er Polizist ist. Und das war ihr zu heikel. Sie fand ihn wohl auch ganz nett. Das kann ich ja jetzt gar nicht verstehen. Sie wollte alles auflegen lassen oder wenigstens mehr Geld kriegen. Haben Sie Gerold davon erzählt? Und er weiß, wo sie ist. Komm, du fährst nirgendwo hin, Hans. Gerold hat mir einen der schlimmsten Tage meines Lebens verpasst, Martin. Genau deswegen bleibst du von ihm fern. Du nimmst ja einen anderen Kollegen mit. Nein, das muss ich alleine klären. Sonst war ich hier nur das hilflose Opfer. Kannst du nicht verstehen? Ich pass auf ihn auf, Martin. Du hältst dich aber zurück. Ist das klar? Du hattest heute genug Ärger. Danke. Herr Gerold, da ist noch einmal Polizei für Sie. Wo ist Paulina Kowalczyk? Wer? Bisher hatte ich ja Verständnis für Ihre Lage. Habe keine Anzeige erstattet, aber jetzt reicht es mir langsam. Sie haben Frau Herwig beauftragt, Frau Paulina Kowalczyk auf mich anzusetzen. Das ist doch Unsinn. Ich habe Frau Herwig seit Jahren nicht gesehen. Und die andere Dame kenne ich nicht. Wir können das Gegenteil beweisen. Frau Herwig hat gestanden. Wir haben genügend Beweise. Wir können Ihnen zumindest die Vortäuschung einer Straftat nachweisen. Und in dem Apartment, in dem Frau Kowalczyk festgehalten wurde, haben wir Kampf- und Blutspuren gefunden. Davon wissen Sie nichts? Wo ist Ihr Sohn? Wahrscheinlich hat er sie verschleppt. Wenn dieser Frau etwas passiert, dann werden Sie dafür genauso verantwortlich gemacht. Ist Ihnen das klar? Ihr Sohn ist gefährlich. Begreifen Sie das endlich. Frau Kowalczyk wollte nachverhandeln. Ihr Sohn aber nicht. Stimmt das? Er wollte erst mit ihr reden. Ich wusste nicht, dass... Was glauben Sie denn? Dass er sie nett überreden wollte? Sagen Sie uns endlich, wo Ihr Sohn ist. Also gut. Aber lassen Sie mich mitkommen. Vielleicht kann ich ihn zur Raison bringen. Denkst du, ich darf mich von so einer kleinen Lunde verarschen? Lassen Sie mich gehen, bitte. Ich werde auch nichts der Polizei sagen. Ich verstecke mich wieder in der Wohnung. Versprochen. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Die Bar gehört ihm. Da steht auch sein Wagen. Sie bleiben erstmal hier. Tun Sie ihm nichts, bitte. Hoffen Sie lieber, dass er der Frau nichts angetan hat. Wenn ich dich gehen lasse, dann gehst du doch zu den Bullen. Nein, wirklich nicht. Vielleicht ist es doch besser, wenn du ganz verschwindest. Nein. Dann denken alle ans Moor was. Das machen sie nicht. Nein. Nein. Lassen Sie die Frau los. Was ist los? Ich hab sie gerettet! Sag schon, was der Bulle dir angetan hat! Hören Sie auf mit dem Mist, wir wissen Bescheid. Lass die Frau los, sofort. Du sollst die Frau loslassen. Es ist vorbei, kapierst du das nicht? Nehmen Sie die Hände hoch! Hände hoch! Du musst mir helfen. Diesmal nicht. Auch wenn es weh tut.
Danke. Und es tut mir leid. Alles. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Sie sind trotzdem vorläufig festgenommen. Wenn Sie einen Sohn hätten, dann würden Sie mich vielleicht verstehen. Nein. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Du hattest nicht die Erlaubnis, das Revier zu verlassen. Und ihr solltet euch da raushalten. Wie wäre es mit Danke, dass ihr den Fall so schnell gelöst habt? Oder prima, dass ihr die Frau rechtzeitig gefunden habt? Was erwartet ihr? Ein Blumenstrauß? Ja. Ach komm, ein Danke hätte gereicht. Können wir auch drauf verzichten. Wir sehen uns, Hans. Das hat Zeit. Hans, die Kripo hat die Ermittlungen gegen dich eingestellt. Ach, das habe ich euch zu verdanken. Die Gegend ist ein Traum. Total grün, ideal für Kinder. Hey! Ich habe Mathis gerade gesagt, dass er uns unbedingt bald mal besuchen kommen soll. Ja? Sag's einfach Bescheid, wenn du Zeit hast. Klar, mach ich. Wo sind denn die Kinder? Bei meinen Eltern. Ich habe mir gedacht, wo unser Urlaub schon nicht so toll war, wäre es vielleicht ganz schön, einen Abend zu zweit, nur du und ich. Oder du willst mit den Kollegen? Ich meine, wir können auch alle zusammen was trinken. Nein, nein, nein. Ist ganz gut, wenn wir heute mal allein sind. Ich habe natürlich auch noch ein kleines Geschenk für euch. Klasse. Möge es euch Glück bringen. Können wir gebrauchen. Brot und Salz.